Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück bei Rent. Es geht weiter mit dem kleinen Tutorial rund um das neue Survival Game. Letztes Mal haben wir uns die Basics angeguckt, wie man wirklich seine allerersten Schritte macht. Jetzt geht es rüber zu unserer Basis, die dort ja, in Richtung des Weltenbaumes auf uns wartet. Und ist umgeben von unserem Schutzschild, ja, in unserer Farbe. Ich habe noch mal ein bisschen Zeug gefarmt. Und da seht ihr, ich habe mal ein bisschen mein Inventar voll gemacht. Wir werden es gleich brauchen. Also, insofern, wenn ihr da jetzt hingeht und mit mehreren unterwegs seid, dann nehmt mit, was geht. Haut noch ein paar Bäume um auf dem Weg. Und vor allen Dingen aber könnt ihr die Tiere, die euch so begegnen, erlegen. Achtet halt darauf, dass ihr den guten Bogen habt. Ja, nicht diesen flimsy Bow, sondern den normalen. Ich habe jetzt hier die Werte ein bisschen hochgedreht, damit ich alleine überhaupt eine Chance habe. Ansonsten kann eine Sau am Anfang auch relativ gefährlich werden, wenn man alleine drauf ballert. Ich habe jetzt hier die machen wir das mal so. Ich habe jetzt hier die Schadenswerte, wie ihr seht, erheblich hochgedreht, so dass ich eben zum einen das hier zeigen kann und zum anderen eben relativ leicht ja, dann auch überlebe und durchkomme. Mit der Sichel holen wir uns diese Lederstreifen raus. Wir wechseln nochmal auf den Bogen. Schnappen uns nochmal eine Wutz. Ihr seht, ab und an gibt es kritische Treffer. Treffer in den Kopfbereich sind ebenfalls besser. Also, mit der Sichel, Rechtsklick, holen wir Lederstreifen raus. Okay, da war nicht viel drin. Das ging schnell. Dann müssen wir halt noch eine Sau legen. Es tut mir leid. Ja, die ist schon ein bisschen stärker. Ihr seht da unten drunter ein Pet-Rating. Das gibt die Wertigkeit an. Und ihr seht oben rechts, wir schauen uns das gleich nochmal an, ein Level des Tiers. So, und hier kriegen wir dann eben entsprechend Rippchen raus oder eben diese Blasen. Wenn du trinkst vom Watering Hole da unten, ne, müssen wir auch machen. Machen wir gleich. So, also wir schauen uns das nochmal eben an mit dem Tierlevel. Da muss man schon ein bisschen drauf achten. Pet-Rating, da unten sehen wir es. Also jedes Tier hat nochmal so ein Pet-Rating, ein ganz individuelles sozusagen. Hier sehen wir dasselbe Tier quasi, nee, ist nicht mal mehr dasselbe, ein ähnliches. Da hinten ist noch so ein Grunter, ja, Pet-Rating 15. Na, was los? Er hat Pet-Rating 49, ist also ein bisschen stärker. Ihr seht es auch, hat jetzt ein paar Pfeile mehr gebraucht. So, also da unbedingt drauf achten, das können auch ein paar recht starke Viecher plötzlich vor euch stehen. So, was machen wir jetzt? Wir brauchen auch ein bisschen Fleisch, aber ich brauche als allererstes hauptsächlich die Lederstreifen. Ich habe hier einen neuen Server gemacht, deshalb fällt mir gerade auf, ich habe noch gar keinen Archetype gewählt. Wir nehmen mal wieder Pathfinder und da machen wir hier, dass die Hydration ein wenig höher ist, also wir mehr Wasservorrat haben sozusagen und eben entsprechend hier auch ein bisschen mehr Ausdauer. Das kommt hier gerade im Tutorial, glaube ich, ganz gut. Und dann können wir jetzt hier auf die nächsten Skills gehen. Das habe ich im letzten Tutorial nur angeschnitten. Und wir können dann zum Beispiel sagen, wir nehmen hier der nächste unserer Schüsse, verlangsamt das Ziel um 30%. Und den Skill bekommen wir automatisch hier unten hin. Ist ausführbar mit Shift 1, ist zugegebenermaßen ein bisschen problematisch. So, und wir sehen jetzt, da haben wir Tangle Shot Buff oben aktiv. Und der ist jetzt halt ein bisschen verlangsamt, der Wolf. Und dann können wir den auch ein bisschen leichter außer Gefecht nehmen. Wölfe wirklich nur zusammen angreifen. Das habe ich jetzt gerade mehr oder weniger nur geschafft, weil wir eben hier entsprechend hohe Schadenswerte haben. Was wir dann sehen ist, wir kriegen unten Debuffs, sobald wir Fleisch haben. Bloody Backpack. The raw meat in your backpack is attracting unwanted attention. Man hat also so einen höheren Wahrnehmungsradius dann für beispielsweise Wölfe und dergleichen. Oder hier haben wir zum Beispiel auch mittlerweile vergammeltes Fleisch. Das vergammelt nämlich natürlich auch. Und das, ne? Gut. So. Da haben wir was Schönes mit diesem, mit dieser Wildschweinblase. Soweit ich weiß, ich habe es selbst noch gar nicht ausprobiert, aber das schauen wir uns jetzt mal an. Dann können wir die nämlich hier unten dann mit Wasser füllen. Wir drücken hier F. Jetzt schauen wir mal, ob wir die mit Wasser gefüllt bekommen. Genau, Water.
20 von 20 ist da jetzt drin. Das heißt, über diese Tierblasen, die man da entsprechend rausbekommt, kann man dann eben Wasser mit sich rumtragen. Und soweit ich weiß, ist die auch wasserdicht. Wir werden Wasser später auch noch zum Craften brauchen. Auch dafür können wir das dann nutzen. Wenn wir jetzt keine Tierblasen haben, gibt es eine Möglichkeit mit C aus den Lederstreifen, die wir haben, und ein bisschen Twine, ein verdammt undichtes Gefäß, einen verdammt undichten Wasserbehälter hier, so ein Waterskin, zu bauen. Die gehen schneller leer, also zum Durstlöschen sind sie eigentlich nicht zu gebrauchen. Wenn man dann Durst hat, sind sie auf jeden Fall schon längst leer getropft. Insofern ist zum Durstlöschen wirklich ganz gut, wenn man nur einen kleinen Melonenvorrat mit sich rumschleppt. Und ansonsten würde ich davon absehen, diese Dinger zu bauen, außer eben zu Crafting-Zwecken. Aber das werden wir uns dann auch gleich noch anschauen. So, derweil versuche ich meinen Hunger nochmal mit Melonen zu stillen, bis wir dann... Hier ist ein großer Kandidat. Ja, wechseln wir mal auf die Waffe. Da sehen wir Pet-Rating 282. Ein bisschen aufpassen. Soweit sind die eigentlich, glaube ich, gar nicht aggro. Aber ich glaube, man sollte sie nicht anrennen. Lass mal kurz schauen. Jetzt hat er auf jeden Fall schon mal Aufmerksamkeit. Nee? Okay. Ist soweit lieb. Ist soweit lieb. Also nicht anschießen. Und ansonsten passiert da jetzt auch nichts. Von Wölfen sollte man allerdings aufpassen. Die sind hier am Wasser. Da unten haben wir wieder einen. Relativ zahlreich. Und dann geht eben der Weg rüber zur Basis. Und das schauen wir uns dann jetzt mal genauer an. Dann werde ich dort auch in der Basis mal unser Lagerfeuer aufbauen. Das habe ich mittlerweile einfach mal zusammengeschneidert. Und dann können wir das Fleisch, was wir haben, soweit es nicht vergammelt ist, mal ein bisschen durchbraten. Conclave Stronghold. So, hier haben wir also, ihr seht das Schutzschild. Mehr ist es nicht. Also es ist relativ überschaubar von der Größe. Und wir haben hier schon mal 4 Gebäude drin stehen, die wir... zumindest 3 davon aufwerten können, um dann eben neue Crafting-Möglichkeiten zu bekommen. Da drüben, das ist ein reines Forschungsgebäude, wenn man so will. Also hier der Tempel, Stonehenge quasi, ist ein Forschungsgebäude. Aber den Kern und den wichtigsten Punkt bildet unser Divinity Stone. Und der ist eben, ihr seht es schon, dort können wir die Seelen gefallener Gegner dann eben einlagern sozusagen, beziehungsweise zum Weltenbaum schicken. Und unseren Punktestand eben darüber erhöhen. Dieser Divinity Stone kann angegriffen werden, wenn dieses Schild fällt in den Reckoning Events. Und wenn man da drauf rumschwartet, erhält man halt nach und nach die Seelen daraus und kann so die Seelen bei anderen stehlen und selbst halt entsprechend beraubt werden. Also das Ding gilt es zu verteidigen bis aufs allerletzte. Da sind die Punkte und da entscheidet sich am Ende, wer Sieger ist oder nicht. So, wir bauen uns jetzt mal dieses Lagerfeuer auf. Das geht ganz einfach über... Ne? Wir wählen das aus und setzen es irgendwo hin. Ich mache das jetzt einfach mal hier. Ich mache das mal hier. So. Campfire Inventory ist sogar was drin. Schau mal einer an. Das schieben wir aber rüber nach Fuel. Und dann schmeißen wir unser Fleisch rein. Da unten haben wir ein paar Wildschweinrippchen. Dann müssen wir hier, dass das auf On steht, klicken. Und haben wir noch irgendwo Fleisch? Hier ist noch ein bisschen Wolf. Da haben wir ein bisschen Gammelfleisch. Das können wir gerade mal wegschmeißen. Später brauchen wir es zwar auch zum Craften, aber noch schmeißen wir es gerade weg. Das hilft uns gerade nicht wirklich weiter. Ja, und dann kommt hier Poorly Cooked Meat. Wenn man rohes Fleisch isst, füllt das zwar auch die Energie wieder auf, aber man bekommt auch eine Vergiftung. Gekochtes Fleisch könnt ihr entweder sofort verputzen oder aber viel besser, ihr veredelt es quasi mit Rock Salt, was ihr rausbekommt, wenn ihr auf den Steinen rumklopft. Ich glaube, wenn man mit rechts draufklickt und Flint rausholt, glaube ich, kam das hauptsächlich. Und dann kann man dieses Salted Cured Meat machen. Das bauen wir uns mal zusammen. Und dann sehen wir, wo ist es? Dort unten. Plus 15 gibt es jetzt an Energie, dafür allerdings Hydration minus 2, was nicht so schlimm ist, weil Wasser kriegt man ja relativ schnell nach. Und das andere ist halt, es hält jetzt. Ja, es hält jetzt und das ist das Allerwichtigste an der Sache. Das andere, das gekochte Fleisch, das schauen wir uns mal an, das verliert relativ schnell Haltbarkeit. Und wir sehen, Restores 20 Energy over 1 Minute.
Da ist also ein bisschen weniger auch entsprechend geboten. Das Salzen lohnt sich also. Salz bekommt man in relativ großen Mengen. Und also immer das Fleisch kochen und direkt durchsalzen. Dann habt ihr da entsprechend ein bisschen Ruhe. Was sich auch lohnt, ist erstmal 2, 3 Körbe hinzustellen, damit man ein bisschen Inventar hat und man hier an den Gebäuden beispielsweise ein paar Sachen positionieren kann. Wenn es jetzt gerade ums Thema Aufwerten der Gebäude geht, müssen sehr, sehr viele Materialien reingeschleppt werden. Man hat ohnehin schon viel Zeug hier in den Inventaren. Insofern einfach überall, auch hier zum Lagerfeuer, das fertig gesalzene Fleisch dann einfach in so einen Korb reinschmeißen. Der ist sehr günstig gebaut, bringt aber auch recht wenig. Ja, wir sehen es, gerade mal 4 Inventory Slots, aber ist besser als nichts. So, und dann kann man überall mal so ein Ding hinstellen und ist dann schon mal ganz gut gerüstet. So, hier sieht man auch noch einen hin. Wir sehen, relativ nah am Gebäude können wir nichts bauen. Das ist ein bisschen schade, aber auch nicht so wild. Insgesamt ist man beim, was das freie Bauen in der Basis betrifft, relativ eingeschränkt. Das werden wir gleich aber noch erfahren. So, wir fangen mit diesem Gebäude an. Hier zum Beispiel, so machen wir es immer, das ist eine ganz gute Sache. Hier sind genau 4 Slots. Es gibt 4 von diesen Spark of Genius. Einen haben wir jetzt noch nicht. Da ist noch der Genius Invention. Das haben wir jetzt noch nicht. Wir haben aber Construction, wir haben Adventuring und wir haben Mysticism. Ja, Mysticism haben wir auch noch. Und das sind Forschungspunkte, die wir hier einsetzen können, um verschiedene Bereiche zu erforschen. Ich nehme es jetzt wieder raus, weil wir jetzt gleich forschen gehen werden. Und diese Sparks haben wir jetzt nur dadurch bekommen, dass wir draußen ein bisschen Holz geschlagen haben, ein paar Steine, ein paar Büsche gerupft haben. Und ansonsten bekommt man es auch beim Töten von Tieren. Später auch durch das Aufwerten hier von Gegenständen. Das werden wir dann alles noch sehen. Und hier kann man dann sagen, an jedem einzelnen Stein kann man hingehen und sagen, wir möchten, was weiß ich was, alles erforschen. Es gibt bei einigen Sachen auch immer ein Gebäude zu erforschen. Armories will allow us to store our backup weapons and armor for others to claim. Das heißt also, man kann dort Waffen relativ sicher einlagern und Rüstungen, wo man sie dann eben entsprechend wieder rausnehmen kann, wenn man es mal braucht. Auf gut Deutsch, wenn man geradet wurde und neue Waffen braucht, weil man gelootet ist oder weil man irgendwo fernab der Heimat gestorben ist und sich mal eben schnell ausrüsten muss. Ein ziemlich praktisches Ding. Was man aber auch hier relativ schnell bekommen kann, sind Lederrüstungen, neue Hunting Bows, also stärkere Waffen oder eben gute Waterskins. Das alles ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Oder eine Personal Sawmill, die man mit sich rumschleppen kann. Wir haben zuerst auf die Armory gesetzt im Livestream. Braucht sehr lang das Ding. Haben dann festgestellt, es wäre vielleicht besser gewesen, auf die Leder-Armor zu gehen. Ich mache das hier jetzt einfach mal und dann sehen wir. Wir können jetzt hier sagen, wie viel wollen wir einsetzen von den Punkten. Wir können die auch verteilen, was relativ wenig Sinn macht. Lieber erstmal konzentrieren auf eine Sache. Alles einsetzen und dann sehen wir. Das ist gar nicht so viel, wie es da vorangeht. Also diese Sparks sind der Bremsklotz in diesem Spiel. Ja, hier beim haben wir verschiedene, hier haben wir einen Buff, den wir bekommen müssen. Keine Ahnung, muss ich ehrlich gesagt zugeben, weiß ich nicht. Hier kriegen wir Repeater, das ist eine Waffenart. Allerdings, so gut es klingt, oh cool, neue Waffen, so sehr muss man auch überlegen, ich meine, schaut mal, was man für diese Sachen braucht. Wenn ich das jetzt erforscht habe, bringt es mich weiter? Erstmal nein. Genauso Lightning, Iron Torches, klar, okay, die leuchten einen den Weg, sind vielleicht dann praktisch, aber ist jetzt vielleicht auch nicht das Erste, was man machen muss. Hier, Buff, Lost Spirit, Member of your Faction now have the chance to find spirits when harvesting plants. Das ist natürlich irgendwie ziemlich cool. Man kann also nebenbei Spirits finden, was ja Punkte gibt, also vielleicht nicht ganz verkehrt. Ja, Potions und Servants, also hier können wir entsprechende Buff Potions und Heil Potions lernen, das ist auch gut. Oder der Spirit Stable, und den werden wir jetzt an der Stelle machen. Der Spirit Stable erlaubt es uns, Tiere zu zähmen. Ist relativ günstig zu bauen, wie man hier sieht. Nochmal drüber, ja. Und erlaubt es uns dann, Tiere zu zähmen und in dem Stall dann entsprechend einzulagern. Also, den versuchen wir zu kriegen. Ist jetzt natürlich hier in diesem Tutorial utopisch alleine. So, und hier können wir dann auch noch, was weiß ich, Crossbows, Spiked Barricades, Locked Containers, Refinery Improvements. Wir gehen da jetzt gar nicht ins Detail, das muss jeder für sich selbst entscheiden, was er dann irgendwie braucht, was er bauen möchte, in welche Richtung man als Team gehen muss. Da sollte man sich im Vorfeld vielleicht kurz überlegen und dann gezielt sagen, wohin die Richtung geht. So, und ich sage jetzt einfach mal Trap Building, das klingt spannend.
Achso, können wir noch gar nicht. Das sind die Invention, die wir noch nicht haben. Hier haben wir noch Adventuring. Da gehe ich mal auf die Munition. Bessere Munition gibt es hier. Hier gibt es noch Hand Siege Tools, dass wir also Vorschlaghammer haben, um Wände einzureißen bei Gegnern. Hier haben wir noch weitere Lagermöglichkeiten. Was auch sehr spannend ist, ist der Divinity Seed hier. Mit dem können wir dann, wenn wir den platzieren, an einem freien Ort außerhalb unserer Basis eben eine Basis irgendwie bauen und Verteidigungsanlagen errichten. Also jetzt hier beispielsweise in der Nähe noch einen Wachturm oder was auch immer uns da gerade in den Sinn kommt. Also Forschung, sehr umfangreich. Immer einen Korb hinstellen und jeder, der unterwegs ist, sollte seine Funken, die er noch hat, da reinschmeißen. Man braucht immer 5, um einmal forschen zu können. Das heißt, da bleiben auch immer welche übrig. Immer wieder rein und dann vielleicht einen erklären, der sich hauptsächlich drum kümmert. So, und dann geht es an das Aufwerten von den Gebäuden. Hier ist jetzt momentan noch nichts. Hier haben wir einen Hunting Lodge Frame. Wir brauchen alle. Es ist also eigentlich scheißegal, mit was ihr anfangt. Man braucht im Endeffekt alle. Und wir sehen, wir brauchen hier 300 Holzstämme. Wir brauchen 100 Crumblestone. Die können wir schon mal reinschmeißen. Einfach mit der Maus drüber und loslassen. Es braucht ein bisschen, bis sich aktualisiert. Oder hier unten sagen, alles reinlegen. Hier brauchen wir auch noch Lederstreifen. Also, ich lege jetzt mal alles rein. Und dann ziehen wir auch direkt nochmal los. Hier oben beispielsweise hätten wir ebenfalls Logs, Crumblestone, kann man auch gerade schon mal reinlegen. Und den Sepp, ne? Den kriegt man auch beim Holzfällen, also den Harz. So, also gehen wir jetzt nochmal kurz los, holen noch ein paar Materialien. Ihr seht, ich habe das hier alles hochgedreht. In Wahrheit dauert das natürlich viel länger, aber dafür ist man halt auch zu 4, 5, 10, wie viel auch immer, wie groß euer Server ist. Denkt dran, rechts- und linksklick bei den Werkzeugen, unterschiedliche Ergebnisse. Ja, links haben wir hier die kleinen Sticks und Branches. Rechts haben wir die Loks. Ab und an mal einen Ast. So, da brauchen wir reichlich von. Man ist auch immer sehr schnell überladen. Das habe ich hier auch hochgedreht. Und eben wegen diesem Überladen ruhig am Anfang diese Körbe bauen. Später kann man sie dann zwar wieder abreißen, aber die machen auf jeden Fall Sinn, dass man da ein bisschen was los wird. So, also Loks rein damit. Das ist fertig. Jetzt brauchen wir noch hier ein paar Lederstreifen. Unsere Waffe. Komm schon. Ihr könnt übrigens immer zwei Waffen tragen. Das heißt, ihr könnt hier euch... Hier ist noch der Flimsy Bow drin, den schmeißen wir raus. Der Simple Bow und was weiß ich, später noch eine Armbrust oder sowas reinlegen. So könnt ihr dann immer zwischen den Waffentypen wechseln, was gerade Sinn macht. Achtet auf die Haltbarkeit. Unten seht ihr schon, der ist ein bisschen angeschlagen. 87 von 100 nur noch. Nach einiger Zeit gehen also diese Bögen kaputt. Ah, verdammt. So, dann Rechtsklick, Leather Strips. So, und die nächste Sau, wo ist sie? Was ihr übrigens auch beachten solltet, ab und an gibt es so Meteoriten, die runterkommen. Auch in der Nähe der Basis kann das passieren. Das ist uns tatsächlich, na gut, wir hatten Xar dabei. Ihr wisst ja, was das heißt. Aber es kann passieren, dass da so ein Strahl runterkommt. Und der verspricht gutes Loot. Sau. Oh, durch den Stein durch. Wie das Early Access, das darf das. So. Mal gucken, wenn ich jetzt... Wir haben noch 5 Pfeile, das ist nicht sehr viel. Ne, 0 Pfeile sogar. So, dann bauen wir uns mal wieder welche. Komm, gib Gas. Man kann jederzeit das Craften abbrechen, indem man hier unten dann Rechtsklick drauf macht. Jetzt habe ich mal 100 Pfeile. Das hält eine Weile vor. Oh ja, jetzt habe ich ein 106er Rating angeschossen, wie ihr seht. Normal müsste man drauf achten. Mir bleibt das hier zum Glück erspart. Aber dafür kommt auch ganz gut was raus bei denen. Hier 238er Rating. Das macht nur bei den Fluchttieren ohnehin nichts. So, zack.
Gut, dann bringen wir mal zurück. Das müsste eigentlich reichen. Was wir noch unterwegs machen könnten, ist ein bisschen von den Crumblestone mitbringen. Dann können wir auch das andere noch aufwerten gleich. Da seht ihr, Roxar Assault kam raus. Ab und an kommen auch hier so Topaz-Geoden raus. Die brauchen wir dann später. Ich glaube, beim Mystiker-Tisch müssen wir nochmal gucken. Weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Immer wenn man unterwegs ist, so ein bisschen darauf achten, dass man nicht irgendwelchen Wölfen in die Fänge läuft. So, und wenn man dann alle Ressourcen drin hat, updatet sich dieses Gebäude automatisch. Wir schmeißen alles rein, zack, und dann ist es auch direkt abgegradet. Das schließen wir wieder, das Tutorial. Und dann haben wir hier jetzt einen Crafting Table drin, der es uns erlaubt, hier Wrathwood Lumber herzustellen und vor allen Dingen bessere Bögen. Makeshift Hunting Bow, das seht ihr, da braucht man zum Beispiel dieses Lumber, also die Bretter für die Gesägten. Wir können hier Seil herstellen, das brauchen wir auch später. Hier haben wir die Adhesive Paste, die wir auch schon gesehen haben, vorhin beim Forschen, dass man sie zum Beispiel für weitere fortgeschrittene Bögen bräuchte. Hier können wir auch Crossbows herstellen, Repeater herstellen. Die Waffen, die verschiedenen, werden wir uns dann in einem nächsten Tutorial mal anschauen. Light Armors können wir hier herstellen, sobald wir sie erforscht haben. Sind jetzt noch verschlossen. Ja, das Leder zum Beispiel haben wir ja gerade in der Forschung drin. Ebenso könnten hier Fallen hergestellt werden und eben ganz wichtig die Munition für die verschiedenen Waffentypen. Wichtig ist auch, hier gibt es ein Lager. Da wir hier zum Beispiel Holz brauchen, wäre es zum Beispiel sinnvoll, das Holz hier einzulagern. Noch nehme ich es aber mit zum Upgraden. So. Mal schauen, hier fehlt noch was. Zwei Baumstämme, ernsthaft. So, Sekunde. Die Fässer, die hier rumstehen, sind immer fallen gelassene Gegenstände. Liegen eine Weile rum, das ist der Bogen von eben. Nee, mit dem Hammer geht nicht. So. Nehmen wir noch ein paar mehr mit. Dann können wir hier gleich ein paar Planken machen. Weil, da will ich mir auch noch was zeigen. Rechtsklick auf die Items und wir können Split auswählen. Dann können wir es halbieren oder eben auswählen, wie viel wir abwählen wollen. Wir nehmen hier mal was rein und dann sehen wir, wir können das zwar da reinlegen, aber das Bauen bezieht sich immer auf alles, sowohl im eigenen Inventar als auch eben im Crafting Table. Wir können jetzt 98 bauen, können aber auch sagen, wir wollen einfach nur mal 10 oder 15 Stück bauen. Leider kann man hier nichts eingeben, man muss es klicken. Und dann seht ihr das Doofe, es wird im Inventar gebaut. Und dann ist man langsam. Also, wenn ihr einen eigenen privaten Server habt, um das ein bisschen abzukürzen, stellt die Crafting-Geschwindigkeit hoch, damit man eben nicht so ewig unterwegs ist und die ganze Zeit unten bling, 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 bling hat. Das ist dann doch irgendwann auch sehr, sehr nervig. Kann es sein, dass mir diese Tierblase vergammelt ist? Ich habe die ja noch nicht selbst ausgetestet. Diese Tierblase ist vergammelt. Mitsamt des Wassers. Das ist überaus bedauerlich. Überaus bedauerlich. Wir müssen nämlich dann gleich mal was futtern gehen. So, und jetzt haben wir hier den Construction Table. Und der gibt uns viele, viele neue Möglichkeiten, nämlich Zement und Crumblestone Bricks. Das werden wir später brauchen, um die Basis hier auszubauen. Wir können hier noch Mauern drumherum ziehen. Wie das geht, werden wir uns dann anschauen in einer der nächsten Folgen. Wir können einen Ofen bauen, um Bufffood herzustellen. Mit Metall, was wir auch noch uns besorgen müssen, können wir dann Nägel herstellen, die wir wiederum brauchen, um bessere Storage-Behälter herzustellen. Zum Beispiel eben diese Crates oder um hier Fässer herzustellen. Ne, das ist ein Armor Rack, Entschuldigung. Hier sind Fässer. Da brauchen wir halt auch ein bisschen Tross Metal für. Das schauen wir uns an, wo wir das bald herbekommen. Das ist einer der nächsten Tutorials. Und was auch wichtig ist, hier unten mit Refineries. Da können wir dann Forges bauen. Wir können Textilfabrik bauen. Wir können hier ein Loom bauen, also so ein Spinnenwebstuhl. Webstuhl, jetzt habe ich es. Eine Sägemühle und. Also da geht einiges. Und da haben wir vieles zu machen. Ebenso Siege Weapons, ja, Explosives und so weiter und so fort. Also wichtige Sachen. Hier haben wir auch so einen Sledgehammer. Also, das ist das Ding. Da drüben ist noch der Mystiker-Tisch. Den haben wir jetzt natürlich noch nicht ausgebaut. Bis zum nächsten Tutorial werde ich das einfach mal im Offscreen machen. Funktioniert genauso wie hier, nur mit anderen Materialien, die wir brauchen.
Und dann sehen wir uns im nächsten Tutorial wieder. Dann werden wir mal so ein bisschen stärker in das Crafting einsteigen oder die Waffen uns anschauen. Bin ich gerade am Überlegen. Ich glaube, wir machen nochmal Crafting und dann schauen wir uns irgendwann mal die Waffen an. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch bis zum 31.07., wo dieses Spiel dann erscheint. Ist mein Fleisch vergammelt. Wie schön. Okay, also bis zum nächsten Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben oder eure Erfahrungen und Fragen einfach unten in die Kommentare, falls ihr irgendetwas noch nicht verstanden habt im Spiel und rätselt, wie es geht. Vielleicht habe ich es mittlerweile rausgefunden, aber Vollprofi bin ich natürlich auch noch lange nicht, so frisch wie das Spiel ist. Also, viel Spaß beim Erkunden, viel Spaß bei Rent, sofern ihr es schon zocken könnt, spätestens dann ab dem 31.07. Bis dahin, macht's gut und ciao.